erstmal gut. Take Ende. Uhrenwerbung, Schokolade, Dandeman, Zürich, was soll es anders sein? Wir haben heute Street Parade und wir werden jetzt gleich abgeholt, sind wieder diesen beschissen frühen Flieger, haben wieder diesen beschissen frühen Flieger genommen. 5.30 Uhr in Köln, aber das Wetter ist gut, die Laune ist gut und die Temperatur nicht zu arg. Wir haben richtig Bock und wir rocken die Schweiz. Hey! Buenos dias, mein Schatz. Alles gut? Na? Alles klar? So, wir sind angekommen im Hotel. Wir warten noch auf unsere Unterkunft, die noch nicht ganz fertig ist. Und dann haben wir noch was Leckeres gefrühstückt und chillen etwas, weil es heute wieder so ultra früh war. Schwing! Manchmal lohnt es sich tatsächlich, ein bisschen eine Roomtour zu machen. Wir sind nämlich heute in einem tollen Hotel. Der Monsieur schläft. Trink mal ein bisschen. Das Hotel ist relativ cool, weil hier alles so in bunt gehalten wurde. Hier hängen Taschen rum, hier sind Bluetooth-Boxen liegen hier rum. Es ist alles richtig schön mit so großen Schriftarten wie dieses hier. Das heißt 25 Hours Hotel, so heißt das. Und es muss wohl auch irgendwas mit biologisch und nachhaltig und so weiter dahinter stecken. Wir haben es jetzt, ich habe es jetzt noch nicht so ganz so verstanden, aber es lohnt sich, eine kleine Roomtour hier zu machen, denn das ist wirklich hübsch. Einmal hier ein schöner Schrank, dann hier ein schöner Dende mit schönen Bildern an der Wand. Überall irgendwelche Texte. The mirror, is the mirror honest with me? Hier klein. Hier übrigens, wo man dieses kleine Auto hier sieht, weiß nicht, seht ihr das gerade hier? Das hier, das ist ein Mini. Und hier kann man sogar Mini kostenlos fahren, steht in der Anleitung von dem Hotel. Das heißt, ich könnte mir jetzt einfach ein Mini kostenlos nehmen. Und mit dem mache ich aber nicht, weil ich keinen Parkplatz jetzt an der Street Parade finde. Das ist nämlich das Problem. Aber ansonsten wirklich, wirklich hübsch hier. Und jetzt mache ich mich noch ein bisschen frisch und gehe noch ein bisschen duschen und dann geht schon los auf die Parade. Eine Million Raver sollte man nicht warten lassen. Ich bin aufgeregt. Das Bändchen zum Glück. Steht jetzt in so einer Schleuse. Da wird auf Bomben getestet, damit hier keine Bombe hochgeht. So, der Security-Check ist durch. Wir können auf den Trailer und dann geht's los. Just tell me, baby, how you feel. Emotion, keep it on the low. Just tell me.
low, just tell me where the hope. Now you're making excuse about your feeling pain. Just to waste my time, cause you'll get me mad. I have a big dumb day that could bite your broomstick hard. What you waiting for? Put your back in it. Just a little more. Try your wrist in it now. Oh, so, vollkommen zerschossen vom Gig, bin ich wieder da, im Hotel, jetzt muss ich mich mal frisch machen, mal gucken, wie es in Melukin geht. An der prallen Sonne gewesen, es war hervorragend, es hat Spaß gemacht, es war super. Und jetzt gehen wir duschen, dann gehen wir was essen und dann geht es gleich wieder ins Züricher Volkshaus, wo die große Party mit Clapton und Sascha Bremer und Nikone und so ist. Und da kommt ihr natürlich auch mit, diese Parade ist einfach, alter Vater, was eine Party. Erstmal gut. Take Ende. Kann man eigentlich nichts hinzufügen. Essen war gut. Danke Melukin für diesen erquickenden Einfall. Guten Morgen, hier ist der Ramirez Hahn. Ich habe sehr gut geschlafen. Ich wollte mich nur noch mal kurz melden. Es war eine hervorragende Party. Die Parade war total verrückt. Und ich gehe jetzt mal frühstücken und euch muss ich jetzt mal abschalten. Buenos dias, señoritas und señores. Señorores. Kurzes Review auf der Street Parade. Also ich muss nicht viel dazu sagen, die Street Parade ist eine mega coole Party. Waren wieder ungefähr 1 Million Leute da gewesen. Es war voll. Ja, es war voll, es hat Spaß gemacht. Ich habe gerade mit dem Melukin zusammen unten in der Bar gesessen und haben gefrühstückt und haben zurückgerechnet, wie viel ich persönlich geschlafen habe seit Freitag früh 8 Uhr morgens. Und wir haben jetzt Sonntag 10 Uhr. Das heißt, ich habe von Freitag bis jetzt 6 Stunden geschlafen. Das heißt, ich habe 6 Stunden in 2 Tagen geschlafen. Ist ein bisschen wenig und muss jetzt auch bald nach Hause. Und der Flieger geht um 1. Wir haben jetzt 9:45. Wir packen jetzt eine Runde. Und wenn alles gepackt ist, dann kommt schon unser Fahrer, der Gene, der übrigens ein sehr cooler Typ ist. Gene, vielen Dank für deine Arbeit. Es war sehr lustig. Und wir freuen uns bald wieder in der Schweiz zu sein. Schweiz ist immer was Besonderes für uns, auf jeden Fall. Die Leute sind nett, tolle Umgebung. So, und mit ein paar kleinen Impressionen von unserer Rückreise möchte ich sagen, bye bye, tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Hier oben verlinke ich euch den Melukind. Macht da auf jeden Fall auch mal eine Reise hin. Der hat den Tag theoretisch komplett anders verbracht als ich. War sehr sportlich gewesen, war nicht auf der Parade rumgefallen. Das solltet ihr euch auf jeden Fall nochmal angucken. Und ich freue mich über ein Abo. Das ist ganz, ganz wichtig, weil dann weiß ich, dass euch das Spaß macht. Und dann weiß ich, dass euch das gefällt und dass ich damit weitermachen muss. Und der Daumen hoch. Das ist auch immer ganz wichtig. Der Daumen muss hoch. Daumen nach hoch. Das war's. Und jetzt wird gepackt. Bis nächstes Mal. Alles Liebe, euer Ramirez Hahn. Ciao, 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 ciao.